Also die einzige Formel, um mit einer Krise umzugehen, ist dieser Satz. Happiness is a function of accepting what is. Ich glaube, ich muss ihn gar nicht vorstellen. Zur Q&A-Session zum Thema Krise, so gehst du als Gewinner hervor, Dieter Lange. Sehr schön, freue mich sehr auf eure Fragen. Dieter, schön, dass du dabei bist. Ich sehe gerade schon, über 1000 Menschen sind schon live dabei. Der Ticker schnellt hier gerade noch nach oben. Tatsächlich möchten wir keine Zeit verlieren und direkt starten. Ja. Wir haben unzählige Fragen bekommen. Wir waren ein bisschen überrascht. Wir machen sowas ja häufiger. So viele Fragen haben wir, glaube ich, noch nie bekommen. Aber du bist ja auch der Mann, der bekannt dafür ist, jede Frage zu beantworten. Und ich weiß nicht, ob wir das heute wirklich hinbekommen, aber wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Fragen vorbereitet, haben die auch teilweise ein bisschen gefiltert, haben die versucht, auch ein bisschen zusammenzufassen, die Fragen. Einige werden es sicherlich hier live in die Session schaffen. Wenn du zu Hause noch eine Frage hast, kannst du die natürlich jetzt in den Live-Chat schreiben oder auch im Laufe dieser Session, wenn dir Fragen kommen. Und dann wir haben ein kleines Redaktionsteam im Hintergrund, die werden dann schauen, dass wir die spannendsten Fragen, die wir beantworten können, uns hier live noch dazu spielen. Es geht um das Thema Krisen. Wie kann man aus Krisen als Gewinner hervorgehen? Es wird natürlich nicht nur um das Thema Krise gehen. Wir werden natürlich auch noch ein paar Themen auf ein paar andere Themen eingehen. Es haben uns auch alle viele andere Fragen erreicht. Wir werden über die Lebensschule sprechen. Auch dazu gab es einige Fragen. Ab Mai wird es ja die Lebensschule mit Dieter Lange hier bei Greater geben. Ein 6-monatiges Coaching-Programm, wo man 6 Monate lang ganz, ganz intensiv von Dieter begleitet wird. Auch dazu später noch mehr. Und ich würde tatsächlich einfach gerne anfangen mit einer Frage von Claudia. Claudia hat gefragt, wann sprichst du von einer Krise? Wie erkenne ich, dass ich in einer Krise stecke und nicht nur in einem Stimmungstief? Was ist eine Krise? Naja, für die Chinesen ist der Begriff Krise und Chance derselbe. Und eine Krise ist natürlich immer das, die sogenannte Conditio Humanae, der wir unterliegen, beschäftigt sich ja damit, dass wir immer die Frage nach dem Sinn der Existenz konfrontiert werden. Und die kann sich ein Mensch im Unterschied zum Tier nur beantworten, wenn er sich heraus -Forderungen stellt. Das heißt also, wir lernen von den Lippen der Liebe oder der Geißel des Leides. So, jetzt kannst du Krise einordnen bei Geißel des Leides. Aber in jedem Fall müssen wir lernen. Und das Schicksal erwischt uns immer auf den Wegen, auf dem wir ihnen versuchen zu entgehen. Also wenn du eine Krise hast, ist das in der Regel ein Zustand von, meistens kommt es ja überraschend, wie konnte mir das passieren? Und dann laufen wir durch 5 Stadien immer. Das erste ist Schock, ist klar, ne? Du bist ja nicht darauf vorbereitet. Ne? Nicht wahrhaben wollen. Nicht wahrhaben, also Schock ist immer der erste Zustand. Dann darf ja wohl nicht sein, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, Widerstand. Was kann ich tun, um dem zu widerstehen? Also wir versuchen uns noch mal schnell zu retten, wenn wir in Strudel geraten sind. Wir können nicht rausschwimmen, das wissen wir. Dann kommt die Phase Trauer. Das heißt, jetzt sind wir zumindest mal bereit, es ist, wie es ist, ich stecke im Strudel. Dann kommt die Phase Akzeptanz, ganz wichtig. Ich komme hier so nicht raus. Dagegen zu kämpfen bringt gar nichts. Und ist Akzeptanz natürlich immer der Übergang. Du lässt dich ja mit dem Strudel im Fluss nach unten ziehen und kannst dann kreativ zur Seite rausschwimmen. Also wir laufen immer in Krisen durch diese 5 Stadien. Und die möglichst zügig durchzugehen, das ist wichtig. Aber wir müssen jede einzelne Phase durchgehen. Das kannst du nicht verhindern. Wie kann ich diese Fähigkeit sozusagen für mich erlernen? Genau diese Fähigkeit, dort schnell durchzugehen. Weil Krisen, ich glaube, selbst Menschen, die sehr viel Persönlichkeitsentwicklung machen, die sehr weit sind in ihrer Entwicklung, die auch eine gewisse Maß an Erfüllung und Erfolg haben. Das ist meine Erfahrung bei anderen Menschen, wie ich es beobachte, oder auch, dass ich immer wieder durch eine Krise sozusagen aufgeweckt werde. Mhm. Wie kann ich aber, selbst wenn Krisen kommen, was glaube ich ganz normal ist für erfolgreiche Menschen, wie kann ich diese Fähigkeit erlernen, zumindest schnell durch sie durchzulaufen, mhm, und es als ein Spiel des Lebens zu sehen? Mhm. Also einer der großen Merksätze ist ja bei mir immer, Perception is everything. Ja? Lebenskrisen sind immer Wahrnehmungskrisen. Nur Wahrnehmungskrisen. Also was in einer Krise nicht stimmt, ist nur die Wahrnehmung. Weil wir nicht das sogenannte Big Picture haben in dem Moment. Ja, wir werden ja dann sehr eng, bis hin zum Tunnelblick. Und darum muss man immer begreifen, einfach von der Einstellung her, wenn so etwas passiert, das Universum ist nie gegen uns. Einfach von der Grundhaltung. Ja? No pain, no gain. Wir können nicht wachsen, ohne durch Schmerzen zu gehen.
wenn man darauf vorbereitet ist, zweitwichtigster Satz im Hamlet, bereit sein ist alles. Wenn man innerlich darauf vorbereitet ist, ja, dann geht man damit anders um. Also alle Menschen, die eine Schaffenskrise haben oder die als Bergsteiger in schlechtes Wetter geraten, die antizipieren das ja. Die wissen ja genau, das wird auf meinem Weg kommen. Die Krisen, die Menschen belasten, sind die, auf die sie nicht vorbereitet sind und vor allen Dingen, weil sie sich abgesichert haben. Und deswegen nochmal, das ist das Paradox, die Ironie des Schicksals. Das Schicksal trifft uns immer auf den Wegen, auf dem wir versuchten, ihm zu entgehen. Wer sich absichert, gerät in Gefahr. Es ist sehr riskant, Paradox. Es ist sehr riskant, nichts zu riskieren. Die Angst ist immer die Mutter des Befürchteten. Also wenn du lange genug Angst hast vor etwas, kommt das. Weil dein Radar ja darauf ausgerichtet ist, dass das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Resonanz. Also die Antwort auf deine Frage, habe ich die richtige Einstellung zum Thema Krise? Es ist immer eine Chance, Chance zu wachsen. Mhm. Also du sollst jetzt nicht Hurra schreien, toll, eine Krise, aber streng genommen wäre das die beste Einstellung. Mhm. Jetzt war die Frage gerade von Claudia, was ist überhaupt eine Krise, beziehungsweise wie unterscheidet man eine Krise von einem Stimmungstief? A, gibt es da eine Unterscheidung? Und B, ja, ist das wichtig, da zu unterscheiden? Oder gehe ich damit gleich? Ja, das ist schon sehr wichtig, weil Stimmungstief hat auf biochemische Ursachen. Ne? Also Endogen, Dopamin, Serotonin oder Oxytocin fehlt. Und das hat oft ganz viel damit zu tun, dass diese Stoffe im Körper einfach nicht sind. Ja, also du sollst jetzt keine Glückshormone schlucken, aber wenn ein bestimmter Level im Körper einfach nicht da ist, das kann ein guter Molekularmediziner dir sofort nachweisen, dann kannst du nicht in besserer Stimmung sein. Ne? Dann sind wir halt verstimmt. Aber Verstimmung basiert in der Regel darauf, dass wir eine falsche Erwartung hatten. Enttäuschung setzt Erwartung voraus. Ne? Wir scheitern ja nie daran, wie Dinge sind. Wir scheitern ja immer in unseren Ansprüchen. Also man ist dann schon von der Stimmung im Keller, wenn die Erwartung ent-täuscht wird. Aber da muss man auch begreifen, das ist auch das Ende der Täuschung. Deswegen ist Krise auch immer eine Chance. Also am Ende des Tages ist es eine Einstellungssache, wie man dazu steht. Wie unterscheide ich jetzt genau zwischen Krise und Stimmungstief? Ich bin in meinem Job. Es gibt Phasen, da mache ich den Job gerne. Andere Phasen, da mache ich ihn nicht lieber. Ich bin in einer Beziehung. Es gibt Phasen. So, wann erkenne ich, dass wirklich eine grundlegende Veränderung, dass eine Krise ansteht? Oder was ist wirklich eher ein Stimmungstief? Und mit ein bisschen mehr Engagement, mit einer kleinen Veränderung komme ich aus. Wie kriege ich diese Unterscheidung hin zwischen, ich muss vielleicht ein bisschen mehr Vitamin C schlucken oder andere Dinge, die mich eine bessere Stimmung vergeben oder die meine Beziehung besser machen. Ich muss vielleicht mit einer etwas besseren Einstellung an den Job rangehen, muss vielleicht ein bisschen was verändern, um wieder glücklich zu werden. Oder wann merke ich wirklich, dass eine Krise ist, die eine größere Veränderung braucht? Also Stimmungstiefs entstehen meist, wenn viele, viele Dinge zusammenkommen. Das stimmt nicht, mein Heimatverein hat verloren, mein Freund, meine Freundin ist zickig, schon seit längerer Zeit. Viele meiner Projekte kommen ins Stocken, dann gerätst du einfach in ein Stimmungstief. So, das weißt du, da kommst du auch wieder raus. Ja? Nature's Balance is Rest and Activity. Ne? Das ist der Rhythmus des Lebens. Leben ist immer Rhythmus. Also nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Das muss man auch sagen. Ne? Weil viele wollen ja keine Krise haben und viele wollen ja keinen Stimmungstief. Das ist immer, Glück ist immer ein Kontrasterlebnis. Ja, du kannst ja, dass etwas schön warm ist, erlebst du ja, wenn du vorher gefroren hast. Ne? Das heißt, Glücksmomente basieren in höchstem Maße darauf, dass dem vorausgeht, ein weniger gelungenes Leben. Glück kommt von Mittelhochdeutsch Glücke gelingen. Und von daher muss man wirklich scharf unterscheiden zwischen Stimmungstief, das immer durch mich verursacht, das ist einfach die Art und Weise, wie ich Dinge erlebe. Das ist ganz wichtig. Ja, für mein Stimmungstief bin nur ich allein verantwortlich, weil niemand ist auf der Welt, um meine Erwartungen zu erfüllen. Niemand. Vereinbarungen einhalten, ja, aber niemand ist da, um meine Erwartungen zu erfüllen. Enttäuschung ist immer das Ergebnis einer falsch angesetzten Erwartung. Eine Krise ist, wenn ich aufgehalten werde. Ja, eine Krise ist, wenn mein Schaffensdrang, wenn meine Selbstwirksamkeit ins Leere geht. Das ist eine echte Krise. So, und da gilt es natürlich jetzt so einige Dinge zu beachten. Einmal die berühmte Formel des Königs, der ganz oben war, der dann aber Angst hatte, was passiert, wenn ich mal am Ende bin. Der ließ sich ja von seinem weisen Berater einen Zettel schreiben, wo drauf steht, was er jetzt tun muss, wenn er mal am Ende ist. Und da stehen eben diese wunderbaren Worte, this too shall pass. Auch dies wird vorübergehen.
Das hat er in dem Moment nicht gut verstanden. Er betrachtete das als Glücksfall, als er da mal am Ende war. Und dann hat die Verfolger die Spur verloren. Er hat das Schloss zurückerobert. Er war wieder ganz oben auf. Er dachte, nun ist alles wieder gut. Und dann, das ist wichtig, ging der alte Weise an der Kutsche einher und rief dem König zu, auch jetzt schau auf den Zettel. Damit er begreift, auch das wird vorübergehen. Das ist Nature's Balance. Ja, Krisen gehören zum Leben zwingend dazu. Ja, wir sprechen gleich noch weiter über Krisen. Auch du hast mich mal gecoacht in einer Krise, wofür ich bis heute sehr dankbar bin, was wirklich für mich ein sehr einschneidend, in dem Sinne dann positives Erlebnis in einem Wendezeitpunkt war. Dazu nachher mehr. Geh gerne nochmal zurück, Kim. Wir hatten gerade eine Frage von Brian. Ich meine, du hast mal gesagt, dass das Leben wie ein Fluss ist, dass alles vorherbestimmt ist und an uns vorbeizieht. Können wir dann eigentlich mit Persönlichkeitsentwicklung etc. diese vorherbestimmten Ereignisse verändern? Das heißt, habe ich überhaupt die Möglichkeit, mein Leben positiv in der Zukunft zu beeinflussen? Ja, das muss man ein wenig korrigieren. Also bei Goethe heißt es, und nur das Gesetz wird uns Freiheit geben. Also wir unterliegen natürlich diesem Gesetz, nachdem wir angetreten, das berühmte Gesetz vom Anfang. Alle Essener kennen das natürlich, Goethe, Jesus war ein Essener. Ich darf mal ganz kurz die ohrfeuchten Urworte Goethes dazu sagen. Der Tag, an dem du der Welt verliehen, die Sonne stand zum Gruße der Planeten, das ist dein Horoskop, so bist du alsobald, Achtung, und führerhin gediehen nach dem Gesetz, nach dem du angetreten. So musst du sein, du kannst dir nicht entfliehen, so sagten schon Sibyllen und Propheten. Und keine Kraft und keine Macht der Welt zerstückelt, wie geprägte Form, lebendig sich entwickelt. Also, die Lektionen, die wir in diesem Leben lernen sollen, stehen fest. So sagt das Sternenweistum. Das ist die edelste Wissenschaft, die es je gab. Daran muss man nicht glauben. Es geht nicht daran, das zu glauben. Das ist nicht der Punkt. Aber wir sind frei, wie wir das erleben. Dass bestimmte Lektionen kommen, steht in der Tat fest. Inshallah, so Gott will, Kismet. Du musst nicht daran glauben. Nochmal, man muss das nicht verstehen. Verstehen kriegt sowieso den Trostpreis. Die Frage ist immer, wie gehe ich in dem Moment damit um? Und das, die Antwort ist jedes Mal Akzeptanz. Happiness is a function of accepting what is. Also die einzige Formel, um mit einer Krise umzugehen, ist dieser Satz. Happiness is a function of accepting what is. Akzeptanz heißt nicht Kismet, leck mich. Akzeptanz ist einfach, ich bin nicht mehr dagegen. Was passiert, passiert ja. Resistance leads to persistence. Wenn ich Widerstand, wenn ich etwas zu widerstehen versuche, was mich jetzt aber betrifft, was mir jetzt zufällt, Zufall ist ja was Fälliges, darum fällt es mir zu. Wenn du dagegen Widerstand leistest, wird es immer schlimmer. Resistance leads to persistence. Ich mag so Catchphrases, weil die reimen sich ja auch. Ich glaube, jeder, der mal durch eine Krise gegangen ist, hat diesen Moment vielleicht bewusst wahrgenommen, wo man in eine Annahme geht, vielleicht auch in ein Aufgeben, was sich im ersten Moment vielleicht negativ anfühlt. Ja, nicht merkt surrender, plötzlich nicht eine Erleichterung. Surrender, nicht surrender, nicht resignieren, sondern hinnehmen. Ja, das ist das Kölsche, it good, wird good. So. Ob ich das will, ob mein Ego das will oder nicht, kommt sowieso, wie es kommt. Also, wenn ich gegen etwas bin, ist das ja nicht Akzeptanz, Rückwärtsgang im Auto. Wenn ich kreativ werden will, in die Vorwärtsgänge, muss ich erst durch Leerlauf neutral. Das heißt, das Beste, was man an einer Krise macht, ist Auszeit. Patience. Die Kuppel drücken. Entkuppeln. Ja. So, du bist nicht mehr dagegen, bist nicht mehr dafür und dann wirst du gelassen. Und aus dieser heiteren inneren Gelassenheit hast du dann wieder, bist du wieder kreativ. Nur mal ein krasses Beispiel. Also eine Megakrise. Dir fallen als Pilot beide, wie bei dem Sullivan da in New York, beide Motoren aus. Gänseflug, push, beide weg. So. Mitten in New York. Mitten in New York. Und jetzt entscheiden Piloten immer nach Vordeck. Facts, Opportunity, Risks. Das muss er sofort abwägen. Dann Decision, Execution, Check. So, also, und das machen Piloten so, wenn sie wissen, nichts mehr zu retten hier. Die erste Regel bei Piloten, never panic. Weil wenn du panisch bist, bist du eng. Da kann alles jetzt erst recht schlimm werden. Never panic. Und dann sagen die zueinander, das ist ganz irre, okay, crash. Das ist Akzeptanz. Der Co. und der Pilot Flying sagen zueinander, okay, crash. Und plötzlich bist du frei. Du bist frei in der schlimmsten Krise. Du weißt, du fliegst einen Crash. Und jetzt kommt die Entscheidung, we go down in the Hudson. Und dann fliegen die das ganz sauber, aber nicht panisch, Hochgott.
Ja, weil Angst ist natürlich der schlimmste Ratgeber. Also mal, um ein dramatisches Beispiel zu bringen, einer Krise, zum Beispiel für Piloten beim Fliegen. Das ist die intelligenteste Form des Umgangs. Immer erst akzeptieren. Okay, Crash. Wow. Nochmal, Akzeptanz heißt nicht, okay, dann finde ich es jetzt einfach gut. Leck mich, resignieren. Um Gottes Willen. Es ist nur ein eindeutiges, was ist, ist. What's so, auf ja. Englisch. Ich meine genau diesen Moment, glaube ich. Ich meine genau diesen Moment und ich glaube, dass viele das kennen, die mal durch so eine Krise gelaufen sind. Diese Akzeptanz oder dieses Loslassen, dieses ich nehme es jetzt so, wie es ist, dass es im ersten Moment eine Riesenüberwindung kostet, wenn man aber es gemacht hat, dass man diese Riesenerleichterung spürt. Genau darum geht's. Wenn der Druck weg ist. Und das möglichst schnell. Ecosi hat es im italienischen C'est la vie, it's just the way it is. Ne? What's so? Not so obviously, so what? Ne? What's so? Kannst ja drehen. In so what? It's just the way it is. So, und das möglichst zügig in diesen Zustand zu kommen. Ja. Heißt nochmal, Akzeptanz heißt nicht, resignieren, na dann finde ich es jetzt eben gut. Nein, du findest weder gut noch schlecht. Das ist dieser neutral, dieser Moment, den musst du möglichst schnell packen. Wir haben sehr viele Unternehmer tatsächlich, die heute live dabei sind, die Fragen gestellt haben. Ich möchte einmal die Frage von Ralf vorlesen. Ich lebe seit einem Jahr in Dubai, habe in Deutschland eine Firmengruppe im Bereich Finanzdienstleistungen. Ich spüre, wie es für mich immer anstrengender wird, mich zu motivieren, weil mein Herz nicht mehr so sehr dafür schlägt. Ich traue mich allerdings nicht loszulassen. Wie kann ich den Mut finden, wirklich alle Zelte abzubrechen? Ich bin mit meiner Situation derzeit sehr unglücklich und innerlich zerrissen. Also Ralf, zwei Bedingungen. Der Leidensdruck muss erst groß genug sein. Vorher verändern wir gar nichts. Und die Begeisterung für ein großes neues Ziel. Überleg dir mal genau, ob zumindest eins von beiden bei dir schon gegeben ist. Der Leidensdruck muss groß genug sein. Die Begeisterung für ein großes neues Ziel. Menschen verändern sich nur, wenn eines besser beide Aspekte gegeben sind. Deshalb halten viele auch in einer Partnerschaft durch, ja, weil bekanntes Unglück ist besser als unbekanntes Glück. Der Leidensdruck ist nicht groß genug. Nicht? Also da kann ich dich nur ermutigen, dich mal in einer ruhigen Minute hinzusetzen. Und das Zweite ist, überleg mal, welchen Preis du bezahlst von der Lebensqualität her, dass du verharrst in einer Situation, die dir schon seit, wie du beschreibst, längerer Zeit nicht mehr behagt. Das ist ganz, ganz wichtig, sich über diesen Preis im Klaren zu sein. In der Lebensschule lehrst du den Nordstern-Lebensplan, wo es genau um solche Arbeiten geht. Magst du einmal kurz erklären, worum geht es in dieser Arbeit, sich sozusagen den eigenen Nordstern und den dazugehörigen Lebensplan sozusagen zu definieren? Na, da geht es also in Kurzfassung, wir brauchen ja sehr lange in der Lebensschule, ich erkläre den gesamten Weg, wie man dorthin kommt. Es geht im Prinzip darum, einen Magneten zu finden, auf den mein Leben ausgerichtet ist. Dass ich einfach eine Richtung habe im Leben. Weil die meisten Menschen, mit Alain Proust gesprochen, mit Marcel Proust gesprochen, leben ein Leben in stiller Verzweiflung. Hin- und hergerissen. Ja? Sind Double Bind, nennen wir das in der Psychologie. Sie wollen dies, aber das auch. Und dann sind sie stuck in the middle. Ja, irgendwie, es geht nicht weiter. Darum braucht jeder Mensch ein klares Titel für das Buch seines Lebens. Wir nennen das halt Nordstern. Den wirst du nie erreichen, ist der Horizont. Es ist einfach das, worauf dein Leben ausgerichtet ist. Das haut man nicht mal eben so raus. Das erarbeiten wir in der Lebensschule. Da brauchen wir wirklich sehr lange, weil da müssen sehr viele Elemente zusammengefügt werden, bis dann plötzlich Bingo und dann steht das Bild. Dazu gehört ein Werteset, dazu gehört, dass du die Brücke, über die du gehen wirst, in den nächsten 7 Jahren schon besser definierst. Das ist klarer. Vor allen Dingen eine eindeutige Zielstellung in Ort, Zeit und Form. Und das Wichtigste, welche neue Erfahrung möchte ich eigentlich machen? Und dann kaskadiert die Energie von oben runter, es alles zahlt auf den Nordstern ein und dein Leben kriegt einen irren Flow. So, deine ganzen Energien werden plötzlich sowas von klar geleitet und dann entsteht im Leben halt diese herrliche Gelassenheit. Ja, diese Lebensfreude, weil du wieder weißt, worum es geht. Ich muss nochmal nachhaken, weil ich glaube, Ralf hieß er gerade, der in Dubai ist. Ich denke, da natürlich sitzt nicht jeder in Dubai und hat eine Unternehmensgruppe, aber ich glaube, die Situation, die er beschreibt, das kennen ja viele Menschen, die jetzt auch live dabei sind. Ich habe eine Situation, mit der ich nicht zufrieden bin. Es hört sich natürlich im ersten Mal nach einer Luxussituation an, weil es einfach eine Art Bore-out ist. Er fühlt sich nicht mal motiviert, er wird dadurch sozusagen unglücklich, macht Dinge, die er wahrscheinlich ungern macht. Jetzt sagst du, also mein Verstand wird mir sagen, Aufgabe 1 ist, Unternehmen verkaufen, sozusagen das Bestehende beenden.
Du sagst, entweder ist der Leidensdruck noch nicht groß genug oder der Nordstern noch nicht groß. Brauche erst einen neuen Nordstern, um das Alte abzugeben. Ja, er braucht ja erstmal irgendetwas, woran er seine Entscheidung orientieren kann. Ja? Er muss erstmal die Antwort haben auf die Frage, worum soll es in meinem Leben überhaupt gehen? Zahlt das, was ich jetzt mache, überhaupt darauf ein? Das ist dann der zweite Schritt. Ne? Aber ausbrennen tun wir immer, wenn wir etwas tun, wo wir innerlich im Widerstand sind. Ne? Diese Reibung, an der brennen wir aus. Ne? Und da muss man vorsichtig sein. Darum sagte ich, der Reif soll aufpassen, welchen Preis er jetzt schon bezahlt. Ob der nicht mittlerweile viel zu hoch ist. Also bitte keine Ad-hoc-Maßnahmen. Viele Menschen schmeißen sofort alles hin. Eskapismus. Die wollen nur raus aus dieser Situation, wissen aber gar nicht, in welche sie rein wollen. Davon rate ich dringend ab. Die Menschen, die wegrennen, aber sie wissen ja, gar nicht, wohin. Ja, die immer nur wegrennen. Ja? Mhm. Nur, wer nicht glücklich ist in Dubai, ist auch nicht glücklich in München. Weil du nimmst dein Ego doch mit. Die Illusion ist ja oft, wenn ich die Firma wechsle, wenn ich den Wohnort wechsle, wenn ich den Partner wechsle, dann bin ich glücklich. Wir glauben allen Ernstes, durch das Verändern der Umstände werden wir glücklicher. Das stimmt nicht. Die zweite Ehe wird noch eher geschieden. Also wichtig ist an dieser Stelle erstmal wirklich für sich persönlich diesen Nordstern zu haben, ein Werteset zu haben, worauf alles einzahlt. Das heißt auch da erst einmal Kupplung drücken. Kupplung treten. Und dann für sich erstmal die Richtung im Leben, worum, also mal streng genommen, worum soll es in meinem Leben eigentlich gehen? Das können die meisten Menschen nicht beantworten. Die haben viele Ziele im Leben, das sind Kapitel im Buch des Lebens, aber das Buch hat keinen Titel. So, und dann sind die halt in Bubblebein. Ne? Sie wollen das Ziel haben und das Ziel wollen sie auch verfolgen. Aber nochmal, man nimmt sein Ego überall hin mit. Die Illusion ist, ja, wenn ich Digitalnomad auf Bali bin, dann geht es mir Quatsch. Ja? Ich habe ja diese Digitalnomaden in Dubai selbst erlebt. Das sind ja diese Menschen sind irgendwie leer. Ne? Wir haben einen anderen Unternehmer, Gerd. Viele Jahre ging es mir gut, war erfolgreich, habe viel gearbeitet und gutes Geld verdient. Hatte ein wunderbares Leben, einschließlich eines perfekten Privatlebens. Nun seit circa 3,5 Jahren geht so ziemlich alles in die Hose, was ich anfasse. Pech, falsche Entscheidungen, Unaufmerksamkeit mit dramatischen Folgen, gesundheitliche Rückschläge. Egal was passiert, es läuft gegen mich. Bisher habe ich Fehlschläge immer als Herausforderung angesehen. Nun bin ich erschöpft, habe keine Kraft und keine Lust mehr zu kämpfen und habe Angst, in einem Burnout oder eine Depression zu fallen. Meditation und Manifestation seit circa 6 Monaten haben mir bisher nicht geholfen. Wie komme ich aus dieser Negativspirale heraus? Auszeit. Mindestens 3 Monate Auszeit. Ganz wichtig. Ja? So, ich nenne das Stop, Look, Choose. Aber erstmal zur Ruhe finden. Alles Große entsteht in der Stille. Auszeit möglichst an einem Ort, an dem man immer schon sehr, sehr gerne war. Auszeit und dann irgendwas Monotones tun. Nicht langweilig, Monotonie. Also wo die Spannung weg ist. Ja, monotones übers Meer schauen, in den Sonnenuntergang, weiße Berge, Joggen, Stricken, Holzsacken, sonst was. Damit dieser Film hier oben mal wirklich einen Cut bekommt. Weil sonst reißt sich das immer tiefer runter. Das ist ja das Drama, dass die Natur zum Glück auch dafür sorgt, dass es dir immer schlechter geht, damit du wach wirst. Aber das muss man nicht bis zum Ende betreiben, bis der Körper am Ende des Tages sagt, der Körper das nur nicht, wer nicht hören will, muss fühlen. Ja? Sag du es ihm, meinte die Seele zum Körper, auf mich hört er nicht. Also, lieber Gerd, an der Stelle Auszeit. Auszeit. Und das nicht hier mal ein paar Tage raus oder so aus dem Job. Nein, 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 nein. Mehrere Wochen, gerade wenn du erfolgreich warst, hast du das Geld. Du weißt genau, an welchem Platz dieser Erde du dich bisher am wohlsten gefühlt hast. Und von daher musst du genau dorthin wieder gehen. Also die Theresa Enke hat mich mal engagiert, nachdem der Robert tot die war. Frau vom Wie konnte das passieren? Und dann waren die klar. Er war schon im Tunnel und seine Berater haben ihm gesagt, okay, ich will jetzt nicht auf Kollegen schimpfen. Die haben alles getan, nur ihn nicht rausgeholt. Ne? Und die erste Handlung ist, wenn du in die Therapie kommst, gibt es natürlich die Akutbehandlung, dann die Stabilisierungsphase. Dann werden die Leute wieder entlassen, aber treffen auf eine Welt, in der sie nun mal nicht zurechtkommen. Darum ist die Rückfallquote so extrem hoch, bei Burnout zum Beispiel oder Depressionen. 55% im ersten Jahr, 75% nach 2 Jahren. So,
Das geht bei mir ganz anders. Bei mir muss jeder auf ein großes Trampolin. Keiner kann Trampolin springen, ohne nach 2 Minuten zu lachen. Du musst lachen. Die lachen zum ersten Mal wieder. Da habe ich Theresa gesagt, ihr hättet dann 3 Monate an einen Ort, wo ihr euch am wohlsten gefühlt habt, wo ihr am glücklichsten wart. Sagt die sofort Teneriffa, als Robert bei Las Palmas spielte. Ne? Und dort eben möglichst viele Spaziergänge, Monotonie. Hier der Domian bei euch in Köln, heißt der Domian, der diese Verstreiten dann nachts immer betreut im WDR. Das ist der Domian. Der geht jedes Jahr 3 Monate nach Lappland in eine einsame Hütte, kein Buch, nichts, gar nichts. Und wandert Stunden jeden Tag, einfach um hier mal ein Reset hinzukriegen. Überleg mal, mit welchen Energien dieser Mann sich vollpumpt sozusagen, bei dem, was er da an sich ständig anhört. Ne? Also Gerd, Auszeit. Domian, glaubt, der saß ja auch schon mal auf deinem Stuhl, Dieter. Was? Ich glaube, Domian saß ja auch schon mal auf deinem Stuhl, wenn ich mich nicht ganz irre. Tatsächlich. Okay, gut. Ist es. Desiree fragt, in einem Seminar sprachen sie über Dualität, dass man Gesundheit nur kennt, wenn es Krankheit gibt. Das finde ich verständlich. Dann kam ein Satz, den ich schwer einordnen kann. Ich verstand, wenn man Gutes tut, dann wird im Sinne der Dualität ebenfalls gleichermaßen Schlechtes passieren. Sollte man es dann lassen, um nicht aus Schlechtes zu veranlassen? Ist es negativ, Gutes zu tun, weil dann Schlechtes zurückkommt aus dem Universum? Nein, so habe ich das auch nie gesagt. Ich kann mir noch ein bisschen mehr, erläutert. Also zunächst mal, Polaritätsgesetz eindeutig. Es gibt nichts Gutes, ohne dass das Böse wächst. Das gibt es nicht. Friedenspolitiker, die für Frieden kämpfen, sind durch Gewalt umgekommen. Ja, ob das ein Yitzhak Rabin war, ein Enver el-Sadat, ein Olaf Palme, ein Dag Hammarskjöld, ein Martin Luther King, ein Gandhi. Alle durch Gewalt umgekommen. Wer für das eine kämpft, den wird der Gegenpol anholen. Bei Hölderlin lesen wir auch das Gegenteil. Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. So, Jesus hat nie Ja-Nein gesagt. Jesus hat nirgendwo gesagt, dass man die Welt verbessern kann. Er sprach immer in Gleichnissen. Gleichnis vom verlorenen Sohn. Nicht für den Guten wurde ein Fest gefeiert, der immer beim Vater blieb, als lieber guter Sohn, sondern hinausging, alles verspielte und zurückkehrte, der aber den ganzen Weg gegangen ist. Und darum sagt Jesus, lieber ist mir ein reuiger Sünder als 100 Gerechte. Der Mephisto stellt sich so vor, in Goethes Faust, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. So, das muss man richtig verstehen. Ja? Du musst nicht kriminell werden, damit im Leben oder im Universum das Gute floriert. Also, das ist ein uralter Satz, den ich da zitiert habe. Unsere Großeltern kannten das noch. Tue nichts Gutes, auf das dir nichts Böses widerfährt. Das, damit ist gemeint, dies missionarische Gut sein wollen. An der der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert, so. Ne? Also wenn vor dir eine alte Frau stürzt, dann sagst du nicht, oh Gott, wenn ich der helfe, was passiert? Nein, die hebst du spontan hoch. Aber dieses missionarische Gutmenschentum, das geht immer nach hinten los. Geht es um das Kämpfen? Das Kämpfen für? Ist es das Kämpfen sozusagen? Ja, dieses Verbissene, dieses Missionarische. Ja, ich will ein Guter sein. Ne? Mhm. Das heißt, um die Frage noch etwas konkreter zu beantworten, es geht nicht darum, nichts Gutes zu tun, sondern mit welcher Haltung? Ja, mit welcher Haltung? Geht's darum? Mich trifft ja der Stein. Ich war ja Teddy Sommen und Greenpeace. Wir wollten Brunnen bauen für die armen Frauen in Indien, damit die nicht zum Fluss laufen müssen. Das ist unfassbare Arroganz, sowas. Man wirft sich über andere. So, an meinem Wesen soll die Welt genesen, so ungefähr. Ja? Da haben die Weisen abends zusammengesessen, haben am nächsten Tag gesagt, ihr könnt abhauen mit eurem Bogenstängel. Die Frauen mögen den Weg dorthin. So, da merkst du mal die Arroganz des Helfers, weil der erzeugt gelernte Hilflosigkeit im anderen. Ja? Helfer werfen sich immer über andere und wollen gebraucht werden. Das ist ja fast ein Hilfeschreiber, damit sie Sinn finden im Leben. Das nennt man Helfersyndrom, Mutter-Theresa-Syndrom. Die auf dem Totenbett muss eine Christin ihre Sünden bekennen, die gesagt hat, dass sie das alles nur tat, um ihren Depressionen aus dem Weg zu gehen. Und wir feiern die heilige Mutter Teresa, hat den Friedensnobelpreis bekommen. Das ist so ein Beispiel dafür. Also die haben mir verboten, die Abtreibung bei den Prostituierten dort. Immer mehr Kinder waren dem Tode geweiht. Und sie wurde immer berühmter, je mehr Kinder starben. Muss man sich mal vorstellen. Ja? Ich habe wenig Respekt vor Gutmenschen. Da bin ich bei Jesus, der hat das wunderbar ausgedrückt. Natürlich hilfst du gern, natürlich leistest du einen Beitrag. Was ist die richtige Haltung, anderen Menschen zu helfen? Kann man das überhaupt Hilfe so sagen? Hilfe zur Selbsthilfe. Nur Hilfe zur Selbsthilfe. Ja? Also der berühmte Satz, gib einem Hungernden einen Fisch und der hat zu essen.
Bring ihm das Angeln bei, er wird nie wieder hungern. Angeln beibringen. Mhm. Aber sich nicht als Missionar und Helfer aufspielen. Mhm. Joanna fragt, wie schaffe ich es, begrenzende Gedanken, das schaffe ich nicht, wer bin ich schon, um mich so groß zu machen, etc., auf Dauer loszulassen. Es funktioniert immer nur eine Weile, bis ich wieder in ein Loch falle. Wie kann ich auch andere unterstützen, aber das ist noch eine andere Frage, aus der Opferrolle rauszukommen. Wie werde ich diese begrenzenden Gedanken los? Also, wenn bei mir jemand im Coaching ist, ich habe es in der Lebensschule auch allen beigebracht, dann ist meine erste Frage, ich gehe auch gleich wieder raus aus dem Coaching, wenn du mir deine Probleme jetzt hier präsentierst, möchte ich, dass du bei jedem Problem erstmal hinschreibst, welchen Vorteil hat dieses Problem für mich? Da fällt jemand hinten runter. Es gibt kein Problem. Welchen Vorteil hat dieses Problem für mich? Ja, in der Medizin heißt das sekundärer Krankheitsnutzen. Also jede Krise, jedes Problem hat einen Vorteil. Sonst hättest du das Problem nicht. Ja? Und es schafft dir Aufmerksamkeit, du wirst geliebt, wenn du krank bist. Hast du als Kind gelernt, auf dem Ticket reist du den Rest deines Lebens. Ich wurde nie beachtet, außer wenn es mir schlecht ging. Also ist natürlich, es muss mir schlecht gehen, ich muss dafür sorgen, dass es jeder weiß. Darum erzählst du dir auch deine Opfergeschichten, sonst brauchst du es ja keinem erzählen. Ne? Das ist ein einziger Hilfeschrei nach Liebe. All communication is a cry for help or loving response, lernt ihr in der Lebensschule. Jede Art der Kommunikation ist ein Hilfeschrei oder eine liebende Antwort. So, und diese Opfergeschichten, diese Drama-Queens und so weiter, die haben den Riesenvorteil, dass sie Aufmerksamkeit erzielen und der Vorteil, dass sie nicht belastet werden. Also wir erzählen unsere Opfergeschichten, ich bin so überarbeitet. Vorteil, niemand shoppt, gibt mir noch mehr. Ja? Ich bin so unsportlich. Vorteil, brauche mich nicht bewegen. Ne? Ich bin handwerklich ungeschickt, habe zwei linke Hände. Vorteil, niemand fragt mich, mal bitte die Wand zu weisen. Ne? Also, das kenne ich. Ja, also man muss sich immer im Klaren darüber sein, jedes Problem hat einen Vorteil. Das ist das, was du leider immer nicht sehen willst. Ne? Weil du willst ja was ganz anderes, wenn du über dein Problem sprichst. Ne? Die Frau, die einen Tropfen im Wasserhahn ihrem Mann verkündet, ob er das reparieren kann, will ja nicht, dass er den repariert. Sie will beachtet werden. Und das verstehen viele immer nicht. Ne? Also ich mache mich überhaupt nicht lustig darüber. Es gibt schon Schicksale, die sind, weiß Gott, dramatisch. Der entscheidende Punkt ist aber, wie immer, es gibt keine Situation, die ein Problem ist. Wir machen ein Problem aus einer Sache. Es gibt keine Probleme an sich. Darum, jetzt gehen wir natürlich Janis Joplin auch, Problems are just inside your head to me. Es ist das Etikettproblem. Darum sagen wir ja, mach doch kein Problem daraus. Ja? Aber die Conditio Humanae besteht nun mal darin, dass wir nur an Problemen wachsen können. Darum kreieren wir ständig neue Probleme. Du willst niemals ohne Probleme leben. Wer keine hat, der macht sich welche. Alle Probleme, die du hast, hast du selbst kreiert. Nochmal, ganz sauber. Nicht den Fakt, nicht das Ereignis, nicht die Situation, aber das Etikett Problem kleben wir. Und damit einfach nur muss sehr klar sein, das machen wir in der Lebensschule auch absolut stringent, bist du verantwortlich für dein gesamtes Denken, Fühlen und Handeln. Wer das mal durchgeholt hat, dass er in einer ruhigen Minute, erkennen es die Menschen, alle Probleme selbst kreiert hat. Nochmal, ganz wichtig, Zusatz, nicht die Situation, nicht das Ereignis, aber du machst ein Problem daraus. Und darum bist du auch derjenige, der verantwortlich ist, das Problem zu lösen. Häufig ist man deswegen auch der Einzige, der für sich das lösen kann. Ja, weil alles andere ist Opfer. Ich kann hier nichts tun. Opferhaltung, Rechtfertigung, Schuldzuweisung. Wohin führt das? Meine ganze Selbstachtung geht den Bach runter. Immer wo ich Opfer bin, wo ich mich rechtfertige oder anderen die Schuld zuweise, bin ich abhängig. Du verlierst das Wichtigste, was du hast, deine Selbstachtung, dein Selbstwertgefühl. Fühl dich für jedes Problem verantwortlich. Du bist die Lösung. Immer. Das zeige ich in der Lebensschule natürlich ganz deutlich auf. Ne? Weil viele haben sich gemütlich darin eingerichtet. Kann ich doch nichts für. Ja, soll ich schuld sein? Es geht gar nicht um Schuld. Schuld ist ein juristischer Terminus. Es gab tatsächlich in meiner Unternehmerkarriere, also ich habe sicherlich beruflich Krisen durchlaufen, wie sie wahrscheinlich jeder durchlaufen musste in seinem Leben und wird auch noch die andere wahrscheinlich vor mir haben. Mhm. Ich kann schon sagen, ich mache seit 20 Jahren Persönlichkeitsentwicklung, deswegen habe ich inzwischen, glaube ich, gewisse Fähigkeiten erlernt, tatsächlich durch Krisen vielleicht schneller durchzugehen. Mhm. Tatsächlich hatte ich eine Krise vor fast 2 Jahren. Du weißt es auch, ich habe dich damals sozusagen um ein Coaching gebeten, habe dich für einen halben Tag gebucht und
Wir sind in diesem halben Tag, sind wir genau diesen Nordstern-Lebensplan durchgegangen. Mhm. Ich habe auch gedacht, ich kann kurz erzählen, was die Krise war. Ich führe dieses Unternehmen jetzt seit inzwischen, also Greater sozusagen, seit über 8 Jahren. Darf dieses tolle Unternehmen führen, weiterentwickeln. Und waren tatsächlich durch Covid, durch Events, die wir absagen mussten, durch viele Herausforderungen, die uns unterschiedliche Dinge gebracht haben, auch Fehlentscheidungen, die man getroffen hat als Unternehmer, als Geschäftsführer, und waren letztendlich in einer der größten Unternehmenskrise, die wir hatten. Und da hast du mich gecoacht. Mhm. Zum einen bin ich dir bis heute dafür dankbar. Und tatsächlich war es etwas Ähnliches, was du vorhin beschrieben hast, dieser Wendepunkt, dieses erst einmal Akzeptieren dieser Situation. Mhm. Und du hast mir damals in dieser Phase als wichtige Entscheidung anstanden, auch sehr herausfordernde Unterscheidung. Jeder, der mal Mitarbeiter entlassen musste, der mal erkennen musste, dass man sich konsolidieren muss, was wir vor 2 Jahren gemacht haben, der weiß, wie herausfordernd sowas in solchen Situationen ist. Und du hast mir damals ein Gleichnis gegeben, neben vielen anderen Dingen, die wir in dieser Coaching-Session gemacht haben. Und du hast mir damals ein Gleichnis gegeben, was mir unglaublich geholfen hat. Und das Gleichnis war, du hast vom Kap Horn gesprochen. Wir haben das Unternehmen Greater damals sozusagen als Schiff sozusagen wahrgenommen. Das Schiff, wie kriegt man das Schiff sozusagen? Vom Atlantik in den Pazifik. Das Beispiel hast du jetzt gebracht. Warum ist der Kap Horn ein schönes Beispiel? Das ist der Zipfel, glaube ich, unten in Südamerika für eine Krise und wie man mit einer Krise umgeht. Ja, da treffen ja zwei Welten aufeinander. Und die hohe Kunst ist ja für Segler abwettern. Ja? Wenn du in brutal schlechtem Wetter bist, abwettern. Nicht dagegen kämpfen. Viel zu gefährlich. Ja, das Schiff erleichtern. Das wurde alles über Bord geschmissen, was dann nicht auf einem Schiff sein darf. Und es ist wichtig, dann allerdings die richtigen Charaktere an Bord zu haben, die an dieser Stelle nicht ausflippen, sich nicht mitschleppen lassen, sondern wirklich bereit sind, bis zum gewissen Grade auch Risiken einzugehen und die volle Verantwortung dafür übernehmen für das Schiff. Natürlich ist der Kapitän entscheidend, aber auch die mit ihm jetzt da um Kap Horn herumsegeln. Dafür ist nicht jeder geeignet. Dafür ist, weiß Gott, nicht jeder geeignet. Und wenn das Schiff in ruhigeren Gewässern ist, wenn man so will, wieder auf Erfolgskurs, dann kann man ja gern die Mannschaft wieder verstärken. Nein, also wer in Krisen gerät, das ist zwingend notwendig, notbindestrichwendig, muss sich im Zweifelsfall auch mal mit harten Schnitten von dem einen oder anderen trennen. Mhm. Ja, und du hast mir auch ein schönes Bild gegeben, wenn dann wieder das ruhige Gewässer anfängt, und ich glaube, das sind ja wunderschöne Landstriche, Küsten, klar, dass, auch wenn es noch so stürmisch ist, man nur durchhalten muss sozusagen, natürlich die richtigen Entscheidungen treffen darf, die richtige Haltung haben darf, und bin bis heute dankbar tatsächlich, weil wir haben das Kap Horn genommen und haben heute wieder, ich glaube, Norbert Blüm hat es gesagt, blühende Landschaften. Ja. Genau. Und tatsächlich der ist Weg es so gekommen, wie du es prognostiziert hast. Immer durch die Angst hindurch. Ja? Lass dich niemals von Angst beherrschen. Mut ist Freiheit von dieser Angst. Mut ist ja nicht angstlos, das wäre ja irre gefährlich. Der Mutige spürt die Angst und tut es trotzdem. Er segelt weiter. Der Feige spürt die Angst und kehrt um. Ja, und das ist Unternehmermut. Den musst du in diesem, da beweist es sich. Der sicherste Platz für das Schiff ist der Hafen. Aber dafür ist es nicht gebaut. Und dann seid mal froh, dass ihr Greater durch solche Gewässer, weil da wisst ihr beim nächsten Mal natürlich genau, wie ihr damit umgehen müsst. Ja, ohne in Panik zu verfallen. Ich glaube, ich darf heute sagen, dass wir als Unternehmen, als Team, was wir heute sind, mit 70 Mitarbeitern hier in Köln, noch nie so stark waren, noch nie so intakt waren, wie wir es heute sind. Das glaube ich. Ich kann sagen, dass ich als Unternehmer in dieser Krise, ich glaube, in diesem Jahr, sage ich jetzt mal, so viel gelernt habe, wie in den 20 Jahren als Unternehmer davor. Ja, das ist... Ja, no pain, no gain. Man lernt immer in Krisen am meisten. Ja, wehre dich niemals dagegen. Übrigens, das griechische Wort Katastrophos heißt nur Umkehrpunkt. Wir denken immer, das ist eine Katastrophe. Nein, das ist auch eine Katastrophe. Ne? Ja. Aber das zu begreifen, what goes up must come down. Ne? Was du für den Gipfel hielt, ist nur, in Senecas Worten, ist nur eine Stufe zu weiteren Gipfeln. Polaritätsgesetz sagt, Erfolg und Niederlage sind absolut gleichwertig. Ne? Was wir nicht sehen, ist die Gleichzeitigkeit. Eine Münze hat Kopf und Zahl, du siehst nur Kopf oder Zahl. Ja? Im Erfolg siehst du nicht den Preis, den du zahlst. Das ist immer das Drama. Die Leute sind erfolgsblind und sehen nicht den Preis, den sie zahlen. Sie sehen aber nicht, dass in der Krise bereits die Chance, in der Krise ist die Chance. Und ohne die Krise kommen die gar nicht wieder hoch. Ne? Das ist die Kunst, das zu begreifen, dass Erfolg und Niederlage sind gleichwertig.
da nicht in Panik verfallen. Das ist die hohe Unternehmerkunst. Dieter, ich habe tatsächlich 2 Jahre an dir baggern müssen. Du warst da nicht so einfach zu überzeugen. Seit 30 Jahren coachst du jetzt Unternehmer, Führungskräfte, Spitzensportler. Hältst natürlich viele Vorträge, gibst Interviews, aber tatsächlich, sag ich mal, dein Coaching-Wissen, dein Seminarwissen, das ist tatsächlich dann doch relativ wenig sozusagen, relativ wenig und auch teilweise sehr privilegierten Menschen vorbehalten. Und wir haben dich gebeten, lass uns doch dein Lebenswerk sozusagen in der Lebensschule an die Greater Community geben. Lass uns ein Coaching-Programm aufsetzen, wo du Menschen 6 Monate ganz, ganz intensiv sozusagen begleitest. Mhm. Auf dem Weg ins Glück, in die Erfüllung von Lebensstandard zu Lebensqualität. Von der Raupe zum Schmetterling. Nicht immer die Raupe verbessern, das bringt nichts. Ja? Die Raupe muss sterben, dass der Schmetterling werden kann. Vom Ego zum Selbst, wenn du so willst. Ne? Was war nachher also mein liebstes Bild ist immer von der Raupe zum Schmetterling. Also eine Transformation. Eine nicht ein bisschen besser werden, dass die glitzerndere Raupe, schnellere Raupe berühmt ist, bleibt Raupe. Ja? Das nennt Goethe, getretener Quark wird breit, nicht stark. Sondern aus der Raupe einen Schmetterling machen. Das ist das große Potenzial der Menschen. Und ja, gut, hast du mich am Ende des Tages überzeugt, das mal komprimiert zu bringen. So dass jeder davon profitieren kann. Es ist ja unglaublich viel geworden, was wir da vermitteln. Das ist ja darum ist es ja auch gut, dass es gestaffelt passiert. Ich habe ja diese Sachen jetzt aufgenommen in diesen Tagen. Da habe ich auch gedacht, mein Gott, wie kann jemand sowas alles verarbeiten? Aber die Tatsache, dass es ja über einen langen Zeitraum ist und wirklich sehr häppchenweise. Häppchenweise und die Leute ja sehr konkrete Hausaufgaben bekommen, da haben sie genug mitzuarbeiten. Das war am Ende, glaube ich, das ganze Team hat es so erlebt. Die kannten, das sind ja die Ersten, die Lebensschule mitbekommen haben, die hier quasi selbst durchlaufen sind. Ja, ganz genau. Die waren am Ende so begeistert und haben gesagt, mein Gott nochmal, wenn ich sowas in meinem Leben mal vorher gewusst hätte, ne? Also vor Orientierung und all dem, was wir dort einbringen. Nein, es ist wirklich dieses, das Angeln beibringen. Erstmal geht es in diesen 6 Monaten darum, sozusagen sich mit sich zu beschäftigen, sich mit seiner eigenen Ausrichtung, mit seinem eigenen Nordstern-Lebensplan, den man ganz systematisch mit dir über mehrere Monate erarbeitet. Und dann haben wir tatsächlich noch einen zweiten Part, weil du bist sozusagen nicht teilbar. Es gibt aber sehr viele Menschen sozusagen, die sich auch gerne persönlich mal coachen lassen würden. Ja. Und deswegen werden wir Coaches ausbilden. Wirst du mit uns gemeinsam Coaches ausbilden? Das sind dann weitere 3 Monate. Mhm. Was ist in diesen 3 Monaten zu erwarten? Naja, das ist das. Also erstmal verfeinern wir das, die Lebensschule noch mal viel tiefer. Und dann zeige ich, wie man so etwas vermittelt. Ne? Mhm. Das Motto lautet: If you want to reach it, teach it. Also, was immer du erreichen willst im Leben, vermittle es anderen. Das ist die ganz hohe Kunst. Was du erreichen willst, bring anderen bei. Ja? Also, ich erlebe mich öfter, es gibt einen herrlichen Satz von Karl Valentin: Woher soll ich wissen, was ich denke? Ich habe mich doch gar nicht reden gehört. Ne? So, indem du das dann selber machst, wächst du an diesen Aufgaben. Also das Höchste für einen Coach ist, er lernt über sich am meisten. Oder für sich am meisten. Klar, der andere ist die Projektionsfläche, das Spiegelbild, die Herausforderung durch seine Fragen. Aber streng genommen kannst du die Coaching-Schule fast schon allein deswegen buchen, weil du für dich so unglaublich viel lernst. Also es ist nicht nur für potenzielle Coaches, wollte ich damit sagen. Ne? Ich komme jetzt nicht der Werkzeugkasten, ABC-Methode sowieso. Nein, nein, nein. Es ist, also ich behaupte mal, das meiste haben die Betreffenden davon für sich selbst. Ja, für mich ist ein ganz, ganz großer Satz hängen geblieben. Du musst nicht Coach werden, du musst Coach sein. Du musst Coach sein. Ja, genau. Ja? Also Methodenspektrum, das kann doch jeder abgreifen. Du kannst ja irre viele Bücher über Coaching lesen, aber hast du eins gelesen, hast du alle gelesen. Ne? Und worauf wir hier Wert legen, wir gehen den Weg, der weniger betreten ist. Ne? Die berühmte Road Less Traveled von Robert Frost. Darum nenne ich das Coaching Excellence. Wir legen hier großen Wert darauf, Exzeller, raus aus der alten Zelle. Nicht das, was alle Coaches überall machen. Darauf lege ich persönlich überhaupt keinen Wert. Sondern was sind die Dinge, darum habe ich die Methoden auch alle selbst erarbeitet. Ich habe ja selbst Psychologie studiert. Ich weiß ja, was im Coaching üblicherweise läuft. Ich weiß aber auch, wo die Grenze ist und dann kommen die nicht weiter. Ne? So, und an der Stelle, ja, da laufe ich dann zur Großform auf. Gerade an der Stelle, nach dem Motto, geht nicht mehr oder ist nicht nachhaltig oder hält bestimmt nicht lange an, ist nur ein Trostpflaster und so. Und da fühle ich mich gefordert. Und diese Hilfe zur Selbsthilfe geben, davon hast du mich überzeugt. Das Menschen zu geben, das sehr, sehr wertvoll ist, ja. Ja.
Nach den 9 Monaten, also man macht 6 Monate, wenn man das nur für sich macht. Wenn man noch etwas tiefer gehen möchte, nicht nur Coach werden, sondern Coach sein möchte, kann man sozusagen noch weitere 3 Monate mit Dieter verbringen, wo man auch noch ganz, ganz viele Tools sind es nicht sozusagen, Philosophien von Dieter, neben aber auch Tools, sind auch Tools dabei, vermittelt bekommt. Ja. Und dann tatsächlich gibt es nach diesen 9 Monaten noch die Möglichkeit, ganz, ganz viel Wissen zu erlangen, wie man sich wirklich auch Selbstständigkeiten machen als Coach. Wir haben inzwischen mehrere tausend Coaches ausgebildet und auch viele, viele davon begleitet, sich selbst selbstständig damit zu machen oder wenn man schon selbstständig ist, einfach noch Dinge zu erlernen, wie man sich wirklich erfolgreich am Markt positioniert, wie man Online-Marketing macht, wie man auch als Coach am Markt erfolgreich sein kann. Wir persönlich bekommen viele Anfragen von Menschen, die gecoacht werden wollen. Deswegen haben wir schon vor einiger Zeit haben wir eine eigene Webseite, wo unsere ausgebildeten Coaches buchbar sind, wo man die Möglichkeit hat, sich selbst zu präsentieren als Coach. Unsere Greater Coach Map. Und auch dort hat man als zertifizierter, ausgebildeter Coach von Dieter Lange die Möglichkeit, sichtbar zu sein. Ich muss noch dazu sagen, es gibt ja noch zwischendurch Seminare. Ne? Richtig, damit also getan. Danke Dieter. Tatsächlich gibt es wöchentlich sozusagen, gibt es Lektionen von Dieter, Videos von Dieter, die du in deiner Zeit machen kannst. Wir haben viele Workbooks, vor allen Dingen gibt es viele Übungen, da kann Dieter vielleicht noch was zu sagen. Es gibt sehr, sehr viele Übungen, dass du wirklich in die Umsetzung kommst und vor allen Dingen haben wir regelmäßige Live-Sessions, ähnlich wie hier, wo Dieter deine Fragen beantwortet, wo er Mustercoachings macht, wo er mit dir, mit euch in den Gruppen in die Tiefe geht. Wir haben Gruppencoachings quasi untereinander, wo man sich trifft, wo man sich gegenseitig austauscht, Lerngruppen, wo wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, weil es natürlich auch spannend ist, sich untereinander kennenzulernen. Und da entstehen meistens auch interessante Netzwerke, weil natürlich Dieter und die Ausbildung spannende Menschen anzieht, die auch untereinander voneinander profitieren können. Und natürlich haben wir ein Highlight, tatsächlich erstmalig wird das im November stattfinden, ein 2-tägiges Seminar mit Dieter Lange, wo dann alle Teilnehmer und Dieter und wir zusammenkommen und 2 Tage lang live in einem Raum zusammenkommen und 2 Tage nochmal richtig in die Tiefe gehen. Ja. Die Übung, worum geht es in den Übungen? Warum bist du da so praxisorientiert? Naja, learning by doing. Ja, also ich stelle dann sehr provokante Übungen in den Raum, an denen der Einzelne sich dann sozusagen selber entwickeln kann. Ne, die sind so konzipiert, dass du stark gefordert wirst. Ja, du wirst sehr stark gefordert, aber auf der anderen Seite ist es ein wunderschönes Gefühl, das dann in diesen Einzelschritten für sich erarbeitet zu haben, den Horizont immer größer zu erweitern. Mhm. Ne, das ist ja der Sinn jeder Übung sozusagen. Es kamen tatsächlich viele Fragen rein zur Lebensschule, wahrscheinlich durch die letzten Wochen. Und schauen wir mal, was Diana fragt. Diana fragt, lerne ich in der Lebensschule etwas darüber, wie ich das Krisenpotenzial in der eigenen Familie von meinen eigenen Energien lösen kann, sodass ich helfen kann, statt mitzuleiden? Diana hat anscheinend Herausforderungen in der Familie. Wie kann man sich sozusagen so lösen, dass man nicht in der Opferrolle ist, nicht Teil des Dramas ist, sondern helfen kann? Die Lösung dazu oder ob wir das machen? Wir machen es, ich glaube, das können wir vorwegnehmen. Was ist die Lösung dafür? Klar, magst du einen kleinen Einblick geben? Vielleicht auch Diana schon einen Tipp geben, dass sie gar nicht bis zur Lebensschule warten muss? Ja, das ist das Grundlegende im Wort. Es ist ja schon drin, man löst sein Problem, indem man sich vom Problem löst. Das heißt, eine gewisse innere Distanz aufbaut. Ja? Eine Beobachterstatus einnimmt. Sozusagen die Sachen von oben betrachtet. Und jedes Gefühl, das du betrachtest, wo du den Scheinwerfer drauf richtest und nicht verurteilst, löst sich sofort auf. Ja? Das heißt, jeder Ärger, jede Wut, die du nur eine halbe Minute betrachtest, du bist nicht mehr wütend, der Ärger ist weg. Und diese Art der Beobachtung, also die Art, wie man dann fokussiert, wie gesagt, ohne jede Bewertung, nur Wahrnehmung, Presence Awareness nennt man das, löst diese Dinge einfach im Licht der Bewusstheit auf. Ne? Wir geraten ja in solche Geschichten, weil wir nicht bewusst sind, weil wir die Zusammenhänge nicht erkennen. Ne? Und das führt auch paradoxerweise, man liebt diese Menschen plötzlich in ihrem So-Sein. Man begreift auch, dass sie so sind, wie sie sind, aus bestimmten Motiven heraus, wo diese Menschen sich wiederum nicht draus lösen können. Und aus diesem inneren Grundverständnis entsteht für diese Menschen auch enorm viel Empathie, also Mitgefühl. Und wie gesagt, der Nukleus ist, diese Distanz herzustellen. Ne?
Also die Distanz herstellen, du sagst, sich davon lösen, sich emotional versuchen zu lösen, beziehungsweise die Emotionen, die dann vielleicht noch da sind, zu beobachten, anzunehmen, ja, zu fühlen. Die reine Beobachtung löst auf. Die Wolke, die schwer... Hast du einen Tipp an Diana? Und ich denke, viele, viele andere werden sich wahrscheinlich auch damit identifizieren können mit dieser Herausforderung. Jetzt bin ich in dem Drama drin. Es ist leicht zu sagen, löst dich mal davon. Wenn es so einfach wäre, würde sie es tun. Pass auf, das Ego kann sich nicht vom Problem lösen. Also Münchhausen kann nicht sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Ja? Sondern du selbst beobachtest die Verstricktheit deines Egos. Du selbst beobachtest, wie du dich dort auch in diesen Strudel immer wieder selbst hineinversetzt. Also simples Beispiel, wenn du nervös bist und sagst, ich bin so nervös gerade, dann wirst du merken, deine Nervosität ist weg. Die ist weg. Ja? Resistance leads to persistence. Nur Widerstand führt dazu, dass etwas bleibt. Es löst sich alles auf, das, sogar Kopfschmerzen übrigens, wenn du einfach ohne Wertung beschreibst. Ja, ich mache das immer mit Pharma-Referenten, die dann immer sofort die Aspirin reinschmeißen, die sind immer hin und futsch. Ich sage, wer Kopfschmerzen hat, kommt zu mir, 2 Minuten sind die weg. Also bevor wir jetzt hier Erwartungen schüren, ohne sie zu erfüllen, du schließt die Augen, du brauchst jemanden, der dich fragt, diesen kleinen Zyklus, wo sitzt der Schmerz, das kannst du sofort zeigen. Wie tief unter der Kopfhaut hast du sofort eine Antwort. Welche Form hat der Kopfschmerz? Ellipse, Billardkugel, was auch immer. Welche Farbe hat der Kopfschmerz? Dann die Frage, welcher Hintergrund, die Farbe des Hintergrunds. Letzte Frage, der Übergang vom Kopfschmerz zum Hintergrund, ist der glatt oder gezackt? So, und jetzt musst du nur von Anfang wieder beginnen. Welche Form hat der Kopfschmerz jetzt? Er wird immer kleiner. Aus der Billardkugel wird ein Tennisball, Tischtennisball. Daraus wird eine Murmel und dann Stecknadelkopf. Es wird immer kleiner in der Beschreibung. Und weil du diese Fragen ständig repetierst, und da kannst du schon sagen, mach die Augen mal wieder auf. Es ist keine 2 Minuten, sind die Kopfschmerzen weg. Das ist fast immer Spannungsschmerzen. Das heißt also auch das Problem von dem sie gerade berichtete in ihrer Familie, das ist ja eine Spannung, das ist ja ein Tonus. Und jede Spannung löst sich auf, wenn du das Licht der Bewusstheit draufsetzt. Also beobachten, ohne zu werten. Und Ja sagen dazu, nicht weil du es gut findest. It's just the way it is. Es darf sein, sozusagen. Ne? Mhm. Michael fragt, bei welchen persönlichen Entwicklungen kann mir die Lebensschule helfen? Besondere Schwerpunkte, ist es eher beruflich orientiert auf Business, sind es eher Privatthemen? Ja, nee, ist Life-Coaching und Business-Coaching gleich. Ne? Wir haben, vielen Dank für die Frage. Wir haben es groß angelegt, um das Big Picture abzudecken. Das ist nicht nur zentral auf eine Persönlichkeitsfacette, sondern die Persona heißt Maske, zu entwickeln, weil wir so verwickelt sind, ist die Essenz der Lebensschule. Ja? Das heißt, die Raupe wird wirklich zum Schmetterling. Du hast einen Freiraum, du spürst eine Weite in dir, eine Lebensfreude, die weit über Spaß und Vergnügen hinausgeht, diese heitere Gelassenheit, dieses Ja zum Leben, wie soll ich das groß beschreiben? Das ist der Effekt am Ende des Tages. Ne? Also dieses First rule in a hole, don't dig. Also die Leute sind ja oft irgendwo im Loch und da wühlen die rum und wie komme ich hier bloß raus? Also die erste Regel lautet, wenn du im Loch sitzt, nicht weitergraben. Ne? Und das ist sozusagen... Ein schönes Bild, wenn du im Loch sitzt, nicht weiter. Ja, first rule in the hole, don't dig. Aber das machen viele, weil sie an ihrem Problem auch irgendwie verhaftet sind, identifiziert sind. Vielleicht gar nicht wissen, also da kann ich mich auch erinnern, es gab Situationen, da habe ich gar nicht gemerkt, dass ich mir Höhle grabe. Exakt, ne? Aber das tun viele. Ne? Weil, nochmal, für viele gilt lieber bekanntes Unglück als unbekanntes Glück. So, und über die Schwelle trage ich Leute. Ne? Das ist ja eine Transformation. Du drehst dich ja nicht im selben Kreis und guckst alles an und sagst, könnte auch besser werden. Nein, du gehst auf eine ganz andere Wahrnehmungsebene. Ne? Und ich lasse Menschen dafür sehen, ne? Von dort oben auf diese Dinge schauen und dann lösen sich ganz von alleine ganz viele Verstrickungen. Entwicklung der Persona. Dieter, ich habe es angekündigt, wir werden nicht nur über Krisen sprechen, sondern natürlich möchte man durch Krisen durchgehen, weil natürlich die Idee ist, danach nicht nur eine krisenfreie Zeit zu haben, sondern vielleicht ein Leben zu gestalten. Und wir wollen nicht sagen, um nie wieder eine Krise zu haben, aber zumindest um auf ein Fundament zu kommen, auf ein Lebensniveau zu kommen, wo wir nicht nur von Lebensstandards, sondern wirklich von Lebensqualität sprechen. Ganz wichtiger Unterschied. Wie bekomme ich Lebensqualität, frage ich so. Ja, Lebensstandard ist ja quantitativ. Ne? Lebensqualität ist ja etwas völlig anderes. Also ich sage immer ein Beispiel, was nützt die Wärme des teuren Hotels von Mauritius verglichen mit 2 warmen Kinderärmchen, die sich dir um den Hals legen?
Also viele verbinden ja mit sowas immer viel Geld und so oder glauben, boah, das ist aber teuer. Das ist nicht teuer, es ist den Preis Bindestrich wert. Man muss sich mal überlegen, wofür gebe ich denn sonst meine Kohle aus? Ja? Ich frage immer Leute, die bei mir auch im Seminar sagen oder bei mir im Coaching sind, das kostet ja ganz schön viel, ganz schön teuer. Da sage ich, wofür gibst du alles Geld aus und wann gibst du eigentlich mal Geld für dich aus? Ja? Wann investierst du mal in dich selbst? Was glaubst du denn, den ganzen Konsum, wo du sonst das Geld hinschiebst, glaubst du ernsthaft, das macht dich glücklicher? Ja, das, also Lebensqualität besteht immer darin, aus sich heraus die Lebensfreude generieren zu können. Lebensstandard ist, muss ich kaufen, kaufen, kaufen. Das ist Lebensstandard. Lebensqualität ist die Lebensfreude, diese feu sacré, wie die Franzosen sagen, dieses Herzblut, aus sich zu gewinnen. Wie schaffe ich es, aus einer Krise, aus einem Leidensdruck heraus genau in diese Lebensqualität zu kommen? Was brauche ich dafür? Leidensdruck ist teilweise ist ja enorm energiegebunden, nicht? Und die wird dann natürlich freigesetzt und dann bekomme ich regelrecht Wind unter die Flügel. Ich kann also die Flügel endlich wieder ausbreiten. Mhm. Du lernst den Nordstern-Lebensplan. Vielleicht magst du uns da noch ein paar Insights geben. Vor allem würde mich mal interessieren, was ist deine Ausrichtung? Wie hast es du geschafft, zur Lebensqualität zu kommen? Ich kenne dich jetzt schon ein paar Jahre. Ich habe den Eindruck, du hast diese Lebensqualität, von der du sprichst. Was ist deine Ausrichtung? Was ist dein Nordstern, den du im Leben verfolgst? Mein Nordstern ist Sehnsucht. Das war auch schon immer. Und die Werte sind Freiheit, Liebe und Abenteuer. Alles, was ich tue, die Automarken, die Reisen, die ich mache, ich weiß, in Dominica im Dschungel, wo man sagt, Columbus. Letzte Woche, du warst, kommst gerade aus der Karibik. Ja, genau. Also Pirates of the Caribbean, die Drehorte dort, ne, tief im Dschungel und so, wunderschön. Man sagt, das wäre die einzige Insel, die Columbus wiedererkennen würde, weil sie eben völlig unverdorben ist. Dominica, nicht die Domrep, Dominica. Und ich brauche Lebenserfahrung. Ja? Das ist auch beim Nordstern am Ende des Tages, du weißt es, der Nordstern gibt die Richtung. Die Erfahrungen, die neuen, die du machst, das wird der entscheidende Punkt sein. Welche neuen, das ist viel wichtiger, als der Nordstern, den zu benennen. Welche neuen Erfahrungen werde ich oder bin ich dann offen im Leben? Weil Leben ist da, wo wir noch nicht waren. Alles andere ist nur Wiederholung. Und das, was Lebensqualität ausmacht, sind immer Erfahrungen, die wir so noch nie gemacht haben. Dafür brauchst du aber den Nordstern. Aber das Ergebnis des Ganzen ist, welche neuen Erfahrungen werde ich im Leben machen? Was sind die Erfahrungen, die du gerade machst oder die dir wichtig sind, wenn du deine Automarken kaufst, wenn du deine Reisen planst, wenn du deine Freunde... Ja, wie gesagt, es muss immer einzahlen auf Liebe, Freiheit und Abenteuer. Ne? Abenteuer heißt Adventura, Adventure, angekommen sein. Ich möchte zunehmend das Gefühl haben, wo immer ich bin, bin ich genau richtig und träume nicht von weiteren neuen Dingen. Also dieses berühmte Hier und Jetzt sein. Ne? Mhm. Die liegende Acht, die Zeitlosigkeit in Ewigkeit am Ende, sagen wir nach jedem Gedicht. Dieses Gewahrsein im Moment, das ist höchste Lebensqualität. Also wenn ich da durch den Dschungel gehe, natürlich will ich zum Wasserfall tracken, natürlich will ich sehen, wo Jack Sparrow da sozusagen oder dieses, war so wunderschön, diese Hütte von der Calypso, ne? Da sind wir durch Urwaldflüsse gefahren. Natürlich ist das unfassbar, aber das ist das, was Stevenson, der die Schatzinsel geschrieben hat, beschreibt als it's better to travel hopefully than to arrive. Ja, also diese Lebensreise mit viel mehr innerer Erfüllung weiterzureisen, das ist, wenn ich die Lebensschule auf einen Satz bringe, ist es genau das. Viel mehr Erfüllung im Leben zu erfahren, durch völlig neue Erfahrungen, für die ich bisher gar nicht offen war, weil ich diese selbstlimitierenden, niemand steht mir im Weg, ich nur und ich selbst, die großen Schlachten des Lebens tragen wir in uns selber aus, das ist die Essenz der Lebensschule. Warum ist es so, dass wir häufig nicht auf dem Weg sind? Ich kann das für mich über Teile meines Lebens, gerade des beruflichen Lebens, kann ich das auch sagen. Und ich glaube, das ist ja der Klassiker, der Manager, der viel arbeitet, der entweder als Unternehmer dem nächsten Erfolg hinterherhechelt, als Angestellter, der nächsten Beförderung, der Karriere. Wie kann es sein, dass wir ständig unsere Energien in mehr, in neue Projekte, in noch mehr Erfolg investieren, uns aber auf diesem Weg vergessen? Was lässt uns Menschen dazu, warum sind wir so, wie wir sind? Ja, nee, wir waren nicht immer so. Ja? Darum sagt Jesus, ihr müsst werden wie die Kinder, ihrer ist das Himmelreich. Wenn du Kinder beobachtest, 2-3-Jährige, die leben total im Hier und Jetzt. Die freuen sich, wenn du mit so kleinen Kindern spazieren gehst, brauchst du 100 Meter eine halbe Stunde. Die freuen sich an jeder Pusteblume, an jedem Regenbogen in der Pfütze, an jedem Schmetterling, den sie sehen. Und dann musst du die Eltern beobachten.
Das geht immer so. Nun komm doch endlich, wir wollen doch noch nach. Das heißt, uns wird als Kind ständig eins gepredigt, wo du bist, hier und jetzt. Das ist großer Mist. Dann, das wird ja immer in Versprechungen verbunden, wir wollen noch Eis essen, Tante Hilde hat Geburtstag, toller Kuchen, wollen ins Kino gehen. Das heißt, wir lernen aus der Welt, in der wir sind, werden wir rausgerissen mit dem Versprechen, wenn, dann. Also Glück liegt nur, wenn du das und das Ziel erreichst. Ja, und so sind wir dann im Hamsterrad. Die Macht der Gewohnheit ist der härteste Klebstoff der Welt. Und glauben allen Ernstes, weil wir unseren ersten Bezugspersonen geglaubt haben, die Welt ist immer schöner, wenn wir erst dann und dann, dort und dort ein Ziel erreicht haben. Und das Leben ist keine Zielerreichungsstaffel. Das müssen wir irgendwann mal begreifen. Diese Freude, im Hier und Jetzt wieder zu sein. Nichts gegen Ziele, die setzen die Handlung in Gang. Das ist völlig okay. Aber diese Freude, total im Moment zu sein, das ist die große Essenz. Das ist eines der zentralen Themen in der Lebensschule. Diese Lebensfähigkeit, Lebensfreude und Lebensqualität im Menschen wieder zu generieren. Das war einer der großen Ziele dieser Lebensschule. Es sind noch neue Fragen reingekommen. Die Redaktion ist schon fleißig am Sammeln. Gibt uns gerne die Fragen rein. Ich sehe schon eine Frage von Marion. Kann Ablenkung und die sofortige Zuwendung zu einem neuen Partner helfen, den alten zu vergessen? Wenn ich mir keine Zeit für eigene Reflexion nehme, bleibe ich im unteren Bereich der Pyramide Spaß und Vergnügen. Das ist sicher für die meisten Menschen ausreichend. Ist das meist, sorry, genau, es geht um, glaube ich, die Pyramide, von der du auch gerne sprichst. Ja, genau. Also, um es mal mit dem Lateiner zu sagen, Variatio Delectat. Abwechslung erfreut. Ja? Leben ist immer da, wo du noch nicht warst. Wenn du den neuen Partner benutzt, um von jemandem frei zu werden, dann missbrauchst du ihn. Ja? Aber wenn du offen bist für neue Abenteuer, für neue Horizonte, kann ich immer nur sagen, why don't you, baby? Ja? Weil das ist ja das Drama von Frauen, die geschlagen werden, die im Frauenhaus landen und mit hoher Sicherheit zurückgehen, dorthin, wo sie geschlagen werden. Und dann ist das Mitleid, ich kann ihn nicht allein lassen, ohne mich fällt er durch und. Völlig falsch. Ja? Warum nicht neue Horizonte erleben? Aber nicht als Fluchtnummer, nicht als Eskapismus. Mhm. Was hat das mit den Stufen des Glücks auf sich? Ja, wir glauben ja, Spaß und Vergnügen ist das Höchste. Nein, das sind immer Strohfeuer, das ist immer flach. Ja, das ist unterstes Niveau. Freude ist Elysium, ne? Also Ode an die Freude, Beethoven. Tochter aus Elysium, das ist also Lebensfreude hält an, Glück ist Happiness im Englischen, Glückseligkeit im Englischen ist Bliss, ne, das ist viel höher, darum, dann kommt Samadhi. Was ist Glückseligkeit? Was ist der Unterschied zwischen Glückseligkeit und Glück? In Glückseligkeit, da wirst du fortgetragen, also wenn du verliebt bist. Liebe ist der Tod des Egos. Ja, das sind so, Glück ist noch gelungenes Leben, ab Glückseligkeit bist du schon in einer ganz anderen Dimension. Da bist du schon Richard Bach hat das wunderbar beschrieben, der hat Jimmy wie Jonathan geschrieben, aber auch das Buch Illusionen. Da gibt es am Anfang eine Szene, wo beschreibt, wie viele Menschen sich am Bachbett festhalten, also an Wurzeln, an Steinen und sich nicht trauen, sich dem Lebensstrom anzuvertrauen. Und dann lässt einer los und geht plötzlich mit dem Leben und der erlebt dann echte Glückseligkeit. Das ist dieses Gefühl von völliger Hingabe, von Urvertrauen. Das Höchste ist natürlich Samadhi und dann kommt Moksha, das heißt die Befreiung. Aber die meisten Menschen leben nun mal nach dem Motto, Spaß gewinnen, Schmerz vermeiden. Aber das ist ein furchtbar flaches Leben. Dann wollen wir Moksha. Ja, da führt die Lebensschule hin. Du wirst sowas von frei. Es kommen noch neue Fragen rein. Ich hoffe, wir werden einigermaßen alle beantworten können. Wie schafft man es, die Vergangenheit endlich abzuschließen, loszulassen? Sollten wir das tun? Ja, die Inder nennen das verschüttete Milch. Ne? Die kriegst du nicht wieder in die Tüte. Ne? Also ich sage immer, wie lange willst du den Rucksack noch mitschleppen? Der Unfall, der passiert ist, der Partner, der dich verlassen hat, die Pleite, die du hingelegt hast, der Betrug, den du begangen hast. Wie lange willst du es denn noch mit dir rumschleppen? Es gibt da eine wunderschöne Zen-Geschichte, mal ganz schnell. Zwei Mönche auf Weg auf Pilgerschaft zu einem neuen Kloster kommen an eine Furt. Und ein hübsches Mädchen traut sich nicht, durch die Furt zu gehen. Der Jüngere der beiden nimmt sich ein Herz, trägt sie auf den Armen durch die Fluten, setzt sie am anderen Ufer ab. Schweigen gehen die Brüder weiter. Etwas Ungeheuerliches ist passiert. Spät nachts am neuen Kloster fragt der Ältere, hör mal, mein Sohn, wir haben noch ein Gelübde abgelegt, niemals eine Frau anzufassen. Wieso hast du das getan? Und der Jüngere antwortet nur,
Ich habe sie am anderen Ufer abgesetzt. Trägst du sie noch immer? Ja, das sind also, das, wir haben so eine Tendenz, immer noch rückschauend unsere Dramen uns nochmal anzugucken, weil es natürlich auch mit Lebendigkeit verbunden ist. Also diesen Rucksack einfach mal wegschmeißen. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu verändern ist. Wir haben noch eine Frage. Ich kann mir vorstellen, dass sich da auch viele mit identifizieren können. Wie komme ich aus Mustern der Angst heraus, die von Kind auf eingetrichtert wurden? Und dieselbe Frage gilt bei dieser Person auch für Selbstwert. Also wie komme ich aus Selbstwert und aus Angst heraus? Also alle Ängste sind gelernt in den ersten 2-3 Jahren. Das wissen wir nicht. Das ist ein Selbstschutzmechanismus des Körpers. Darum erinnern wir uns nicht. Ja? Also wenn du zum Beispiel von deinem Vater, der Sportschau sehen wollte, heftig aus dem Bett gerissen wurde, das muss immer mit Schmerz verbunden sein, das Trauma. Es braucht immer eine körperliche Sensation, sonst ist es nicht in den Zellen erinnerlich. Und dich angeschrien hat, sodass du minutenlang betäubt warst, halt endlich den Mund. Dann ist das etwas, was dich später hemmt, offen zu sprechen. Überhaupt den Mund aufzumachen, weil es droht ja, das erinnerst du, das Drama der Kindheit. So, und da muss man wissen, dass der Weg aus Angst heraus nur durch die Angst hindurch geht. Gesprächstherapie hilft überhaupt nicht. Wovor immer du Angst hast, du musst die Angst durchmachen. Und zwar Desensibilisierung nennt man das. Also mal ganz simpel, Höhenangst, traust du nicht auf den 10-Meter-Turm. Du springst vom Einer, vom Dreier, vom Fünfer, dann springst auch vom Zehner. Das ist Desensibilisierung. Wenn du Flugangst hast, musst du fliegen. Du fliegst eine kleine Cessna mit Fluglehrer. Der lässt sich alles machen außer Landung. Der fliegt Steep Turns mit dir. Das ist schon bumpy da oben. Der nimmt die Brause raus. Du gehst den Spiralsturzflug über. Du fliegst. Und wenn du das selbst gemacht hast, hast du nie wieder Angst im Tropengebiet deiner 747. Nochmal, Grundregel. Der Weg aus Angst heraus geht nur durch die Angst hindurch. Nur Konfrontationstherapie hilft bei Ängsten. Nicht mal darüber geredet. Das ist, da wird der Quark breit getreten. Ich halte nicht viel von Gesprächstherapie. Dann kannst du 22, dann kannst du 30 Sitzungen machen. Nichts wird passieren. Weil du hast höchstens das Gefühl, ja, jetzt habe ich meine Angst verstanden. Verstehen kriegt den Trostpreis. Das bringt dir überhaupt nichts. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Wow. Das gilt für jede Angst. Angst sind, alle Ängste sind gelernt und jede Angst kannst du verlernen. Aber du musst durch die Angst. Da brauchst du natürlich, oder es ist vorteilhaft, jemanden zu haben, der dich da führt. Wie sieht es aus, wenn meine Krise durch körperliche Symptome ausgelöst wird? Ärzte finden nichts Auffälliges. Ich möchte wieder synchron mit meinem Fluss werden. Nein, also körperliche Symptome, nein, Krisen werden nicht durch den Körper ausgelöst, immer umgekehrt. Ja? Man muss begreifen, dass der Körper immer die letzte Ebene ist. Die Indianer, bei denen ich war, haben beigebracht, krank werden heißt immer die Wahrheit vermieden haben. Sonst wirst du niemals krank. Ja? Es schlägt dir auf den Magen, es geht dir an die Nieren, es engt Angst, enge Angina. Der liebende Menschen haben nie was am Herzen. Das heißt, es ist immer deine Einstellung, es ist immer deine Gedanken. Unser Freund Rüdiger Dahlke hat das ja herrlich beschrieben in seinem Buch Krankheit als Weg. Also was immer das, die Aufgabe des Arztes, die Diagnosis, Diagnosis Wissen. Er interpretiert das Symptom, was spricht das Symptom zu mir. Da musst du aber allerdings an den richtigen Arzt geraten. Sonst kommt es nur zu Symptomverschiebungen, kriegst du nur ein paar Tabletten, dass es aufhört. Das ist von der Logik so, wenn der Eisschrank kaputt ist, die rote Warnlampe leuchtet, dann wechselt der Arzt die Birne aus. Der Eisschrank ist, du bist kaputt und nicht hier das eine Symptom da an der Warnlampe. Nein, also entschuldige, da muss ich dich ein bisschen widerlegen. Die Ursache ist genau umgekehrt. Ich schau mal, es sind so viele Fragen noch reingekommen. Dieter, was ist deine Meinung zur Manifestation, also seinen gewünschten Seinszustand bewusst in Meditation zu erschaffen? Wie stehst du dazu? Also in der Manifestation verdichtet sich ja etwas. Nicht? Also, okay, gut, ich habe es nun gelernt. Wann immer ich möchte, dass bestimmte Dinge in mein Leben treten, werde ich die, ich mache dann mal 3 Fingerschluss, schließe die Augen, ich sehe das Bild eindeutig vor mir. Und ich fühle, ich spüre, ich rieche, ich fasse es an. Das geht bei mir in Bruchteilen von Sekunden inzwischen. Und dann lasse ich los. Weil das überlasse ich dann dem Universum, das zu machen. Ne? Ideen regieren die Welt. Ne? Und Geist beherrscht Materie. Und glücklicherweise ist es so, dass was ich auf diese Art
mache, das ist nicht nur die berühmte, ich finde immer einen Parkplatz, ich finde wirklich immer einen Parkplatz, egal wie einer sagt, da kriegst du nie einen Parkplatz. Es geht aber über Parkplatzsuche weit hinaus. Nein, das funktioniert, ja, es geht. Es funktioniert nicht, wenn du Zweifel hast übrigens. Ja, ich versuche mal einen Parkplatz zu finden und nicht zu suchen, das hilft auch. Ja, nur Sucher suchen, Finder finden, ja. Und ich habe das glücklicherweise gelernt, wie man Finder ist im Leben und nicht Sucher. Sucher suchen, Sucht. Wie komme ich raus aus der Angst zu lieben? Nein, du hast keine Angst zu lieben. Liebe und Angst schließen sich aus. Liebende haben nie Angst und Ängstliche lieben nicht. Es ist einfach ein Schutzmechanismus, weil du hast, die Angst besteht darin, dass diese Liebe sich nicht erfüllt. Aber wenn du dich nicht öffnest, dann wird Liebe in deinem Leben nie stattfinden. Also du solltest mehr Angst vor der Angst haben, als davor zu lieben. Hast du da einen konkreten Tipp, was kann man machen, diese Angst gehen zu lassen? Die Angst geht ja, wenn du... Oder was würdest du im Coaching fragen, frage ich mal so. Was würdest du diesen Menschen im Coaching fragen? Wovor schützt dich diese Angst? Also immer dieselbe Frage. Welchen Vorteil hast du davon, dass die Angst dich davor bewahrt, für einen Mann, eine Frau offen zu sein? Ne? Aber Liebe ist immer der Tod des Egos und das Ego hat ja nur eine Aufgabe. Ego is mind functioning for its own survival. Also das Ego hat nur die Aufgabe, unser Überleben zu sichern. Angst ist immer ein Überlebensreflex. So, aber Liebe ist der Tod dieses Egos. Und wenn du nicht bereit bist, das berühmte Stirb und werde bei Goethe, und bist du ein trüber Gast auf dieser Erde, solange du es nicht hast, die stirb und werde, da musst du schon offen sein für die Liebe. Also diese Angst erlebt, man muss zu dieser Angst stehen, man muss durch diese Angst hindurchgehen. Oder, wie wir es vorhin formuliert haben, man muss sie akzeptieren. Hallo Angst, ich spüre, dass du da bist, aber Liebe bedeutet mir unendlich mehr. Ich bin offen dafür. Ja, ich kann verletzt werden. Und möglicherweise werde ich erneut sogar verletzt. Aber solange ich nicht offen bin, wird Liebe nicht in mein Leben treten. Urvertrauen, nennt man das. Dieter, da ist jemand, der war wohl in Norwegen mit dabei, beim Seminar bei dir. Letzten Sommer wahrscheinlich. Was ist, wenn ich absolut in die Mitte komme, hat er dich damals gefragt. Du hast angeblich geantwortet, wenn ich absolut in der Mitte bin, dann bist du Gott. Und seine Folgefrage ist, ist es überhaupt erstrebenswert, Gott zu sein, zu werden? Also, jetzt wird's tief. Gott kannst du nicht werden, Gott bist du. Das heißt, wir sind spirituelle Wesen, die die Erfahrung eines Menschenlebens machen. Ja? So, das, okay, da muss man schon ein bisschen tiefer sein in der spirituellen Welt, um das jetzt nachzuvollziehen. Ne? Bist du spirituell, Dieter? Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich sag mal so, das sind wir alle, nur bei vielen ist das halt verdeckt. Ne? Im Zen lernst du ja die Zwiebel schälen, damit du eben an diesen Punkt, von dem er spricht, die Medi ist ja die Mitte, das Auge des Hurrikans, Shunyata in der Vedanta, das Formlose. Ne? Alles Große entsteht aus dieser Mitte. Und in der Meditation, to be in meditation, man kann nicht meditieren. Wer meditiert denn da? Dein Ego? Also, das ist Dharana, nennt man das. Das ist Konzentration. Ich kriege mal Fluchtreflex, wenn alle sagen, wir meditieren jetzt. Man kann nicht meditieren. Wer meditiert denn da? Ja, weil die Meditation ist ja der Tod des Egos. Du kannst nur to be in meditation. Und da kommst du tatsächlich in Zustände, das ist ja dann Moksha, das ist ja Samadhi. Oder du kannst in diese Zustände kommen, das ist ein höherer Bewusstseinsbereich, wo es gibt ja nicht den Gott, so, den gibt es doch gar nicht, großen Mann mit Bart, aber es gibt das Göttliche und dazu haben wir Zugang. Und das erleben wir immer dann, wenn wir hin und weg sind. Zum Beispiel in der Liebe, wenn es überwältigend schön ist. Wer ist überwältigt? Dein Ego ist überwältigt. Ja? So. Und jeder Mensch hat dieses Gefühl schon gehabt. Er kann es nicht in seine Schubladen einordnen. Da braucht er sein Ego wieder für. Und erklärt das für Zufall oder Unsinn oder sonst was. Übrigens, Blaise Pascal, Mathematiker. Jenseits jeder esoterischen Verdächtigung auf die Frage, ob er an Gott glaubt, antwortet, es ist intelligent, an Gott zu glauben, weil dann kann ich viel gewinnen und habe nichts zu verlieren. Glaube ich nicht an Gott, könnte ich viel verlieren, habe aber nichts gewonnen. Also die Antwort lautet, es ist intelligent, an Gott zu glauben, Urvertrauen zu haben. Ich glaube, es gibt auch viele andere Begriffe für Gott. Ja, natürlich. Jenseits, ja. Kraft von allem. Stille, ja. Aus dieser Stille kommt das Auge des Hurrikans, diese Shunyata.
Also da gibt es, man nennt das Universum, man nennt das eine, also gibt es ja unendlich viele Begriffe, ist aber irgendwie immer nur eine Erfahrung von Nicht-Denken. Mhm. In dem Moment, wo du nicht denkst, bist du da. Und jeder, glaube ich, der das mal erlebt hat oder zumindest dem nahe war, ob es in der Meditation war, in irgendwelchen anderen Zeremonien oder in todesnahen Erfahrungen, ja, weiß, wie unglaublich dieses Gefühl ist, diesen Punkt zumindest recht nahe zu sein. Ganz genau. Jeder hat das schon erfahren. Er konnte es nur nicht unterbringen. Ja. Der Verstand bringt dich da nicht hin. Es gibt keine Methode, um das mal zu erleben, weil dann bombst du bis wieder im Verstand. Tatsächlich kommen noch Fragen, was macht die Lebensschule so besonders? Ich habe gerade viele andere Sachen, die ich verfolge, andere Dinge, die mir angeboten werden. Ich möchte genau das Richtige für mich machen, es soll einfach matchen. Magst du vielleicht noch mal kurz auf den Punkt bringen, was sozusagen die Essenz der Lebensschule ist und was man von diesen 6 Monaten oder gar 9 Monaten erwarten kann? Also mich hat immer gestört, dass Methodenvielfalt nur zu mehr vom Selben führt. Ja, darum sagen die Amerikaner, the more things change, the more they stay the same. Nochmal hier was gehört, da was gehört, da was gelesen. Das sind die, die auch von einem Ashram zum nächsten wandern und im Grunde genau spüren, at the end of the day, more of the same. So, und mein Ansatz ist, und das waren ja meine Lehrer, die so vorgingen, und das vermittle ich ja, dass es eine Welt gibt, die darüber weit hinausgeht. Darum nenne ich das, die Raupe muss sterben, damit der Schmetterling werden kann. Und das erfährst du in dieser Lebensschule durch sehr konkrete Übungen, aber auch indem ich klare Hinweise gebe. Die Hinweisschilder werden dich mit Sicherheit überzeugen. Ich habe ja nun schon weiß Gott genug Menschen gecoacht, die das nachweisen können. Ihr habt ja auch ein paar Testimonials. Viele Speaker-Kollegen waren ja bei mir im Coaching, die euch das ja mit Sicherheit beschreiben können. Also an dieser Stelle würde ich der Intuition folgen. Ja? Was bringen mir diese vielen Angebote? Guck sie dir genau an. Ich sage ja nicht, dass ich dir allein selig mache. Viele Wege führen nach Rom, das kann man an der Stelle, glaube ich, klar sagen. Ende des Tages. Ja, die Frage, das musst du spüren. Du musst das einfach spüren. Wie authentisch ist das? Was kommt darüber? Was kommt an Vibrations rüber von den Leuten, mit denen du darüber sprichst, beziehungsweise die dich da überzeugen wollen? Ich will dich von gar nichts überzeugen. Einfach nur. Wann passt man nicht in die Lebensschule? Wann ist das die falsche Schule? Wenn man das benutzt, um andere Menschen besser manipulieren zu können. Ja? Also das bitte, dazu ist die Lebensschule nicht gedacht. Ne? Mhm. Ja, du wirst, man kann es krass sagen, ein Herrschaftswissen haben, was andere nicht haben, keine Frage. Und ja, das wirst du sehr gut missbrauchen können. Nur bitte, das sollte niemals die Intention, das Motiv sein. Mhm. Weil das ist sehr powerful. Also es gibt dir schon, macht es missbrauchbar, es gibt dir schon, ich will jetzt nicht genau sagen, warum das so ist, es gibt dir schon enorme Macht. Also es führt dich komplett aus deiner Ohnmacht raus, aus der Hilflosigkeit raus. Das gibt dir schon unglaublich viel Energie und wahnsinnige Kräfte. Damit muss man umgehen können. Ja? Aber da haben wir dann auch so ein paar Übungen, die dich da an dieser Stelle richtig kanalisieren, damit du da gar nicht in die Gefahr gerätst, das zu missbrauchen. Aber ich will es nicht verneinen, ja, dass man hat dann enorm viel Punch, viel Power. Viel Kraft, die da ist. Dieter, wir haben schon maßlos überzogen. Erstmal sorry an der Stelle, wir haben 60 Minuten angekündigt. Ja. Ich schaue gerade auf die Uhr, bin selbst gerade kurz erschrocken, haben schon 22 Minuten überzogen. Die Tagesschau ist schon vorbei. Mhm. Das Donnerstagsabendsprogramm läuft schon. Dieter, ich möchte abschließend tatsächlich mit einer Frage. Ich weiß gerade nicht genau, wer sie gestellt hat. Ich habe sie mir schon häufig gestellt, die Frage. Ich habe noch nie den Mut gehabt, dir diese Frage zu stellen. Ja. Zum Abschluss beantworte uns. Wie schaffst du so viele Zitate zu kennen, sich die alle zu merken und zur richtigen Zeit rauszufallen? Kannst du uns dein Geheimnis verraten, was jetzt gerade über 2000 Menschen dort zu Hause sich selbst fragen? Also das ist überhaupt keine große Kunst. Je mehr du an etwas Interesse hast, umso mehr wirst du es behalten. Wenn du genuines Interesse hast an etwas, dann entgeht dir das nicht mehr. Du hast es oft nur einmal gelesen, ein Gedicht. Also mir geht das zumindest so, ja. Und also zumindest, wenn es ein Dreizeiler ist, vorsichtig, wenn es ein Dreizeiler ist, das bleibt einfach. Es fällt einfach auf den richtigen Acker. Ne? Mein Interesse ist so unglaublich bei Dichtern, weil sie können verdichten. Ja, in einem Satz steckt alles, wofür du manchmal ein halbes Buch brauchst. Ne? So, und sowas, das verliere ich einfach nicht. Wie viel liest du? Aber bitte, das ist, ja, ich lese immer 4, 5 Bücher gleichzeitig. Ich lese jeden Tag 2, 3 Stunden regelmäßig.
Jeden Tag. Frühstück dauert 2 Stunden. Da bin ich nur am Lesen und abends dann nochmal. Ne? Also das liegt nicht jedem, verstehe ich, aber Readers are Leaders. Ne? Dieter, herzlichen Dank für die Fragen. Ja. Wir haben nicht alle beantworten können, aber viele, viele, viele. Das kann ich an der Stelle sagen. Ich denke, wir werden das bestimmt auch an der einen oder Stelle nochmal wiederholen. Freue mich, wenn der andere Interesse hat an der Lebensschule. Bin sehr gespannt, was da am Feedback kommt nach der Session. Wir haben es ja schon produziert, dürfen wir verraten, oder? Das dürfen wir verraten. Ja, die letzten Tage. Und also alle im Studio, inklusive mir. Hast du dich selbst nochmal transformiert? Ja, es ist bei mir selber schwer. Ich zweifle ständig an mir. Ich denke immer, boah, hätte mir noch besser machen können. Das ist aber unglaublich, Dieter. Ich habe dich noch mal neu kennenlernen dürfen. Das war ein guter Wurf. Also das Ding ist mir gelungen. Da muss ich mich echt mal loben. Die Nummer, also ich weiß nicht, wo die alle sind gerade. Martin, unser Kameramann, das Ding, muss ich sagen, ist mir gelungen. Sehr schön. Wirst du nicht oft hören. Wenn dann mal hochkritisch unsere Beiträge da auf YouTube und so, da denke ich immer, oh, da war eine 3, 3 plus. Jetzt habe ich zum ersten Mal, ich weiß, worauf du ansprichst, habe zum ersten Mal mir eine 2 gegeben, den Vortrag im letzten Sommer. Nee, Lebensschule ist, Martin? Ja. Lebensschule ist. Martin ist transformiert, der hat die letzten Tage alles mitbekommen. Das Ding ist wirklich ein super Wurf. Ja. Super. Mhm. Herzlichen Dank, Dieter. Herzlichen Dank auch an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Fragen und wir sehen uns schon bald wieder. Schönen Abend. Ciao, ciao. Schönen Abend euch. Danke.